Sinan Kurt, einst als großes Talent bei Borussia Mönchengladbach, den Bayern und auch Hertha BSC gegolten. Nun nimmt der mittlerweile 24-jährige Anlauf beim SV Strahlen in der Regionalliga West. Am 8. Spieltag trifft seine Mannschaft auf den SV Bergisch Gladbach. Damit ist es sein zweiter Pflichtspieleinsatz für den dreimaligen Bundesligaspieler, der zuletzt bei der WSG Tirol in der zweiten österreichischen Liga unter Vertrag stand. Es waren jedoch die Gastgeber in den roten Trikots von links nach rechts, die die besseren Chancen in der Anfangsphase vorzuweisen hatten. Das ist David Mamuzovic, Ball noch abgefälscht, erste Chance der Partie für den SV 09, die nur ein Sieg aus den ersten 7 Spielen in der Regionalliga geholt haben. 6 Punkte stehen auf dem Konto, Zähler müssen her. Das sah aber hier schon vielversprechend aus in der Anfangsphase. Patrick Hill mit diesem Versuch. Für Trainer Helge Hohl wird die Herausforderung, das zweite Regionalliga-Jahr der heutigen Gastgeber zu managen. Es sah gut aus in der Anfangsphase gegen den SV Strahlen. Das ist Koruk. Der ist immer noch am Ball und zieht sich auch den Abschluss. Links geht dieser Schuss am Kasten vorbei. Sinan Kurz und der SV Strahlen, sie brauchten etwas Anlauf. Hereingabe auf Aram Abdelkarim und die erste Möglichkeit im Spiel für den Oberliga-Aufsteiger gehalten von Dennis Lohmann. Kurz darauf die gewohnte Spielkontrolle wieder zurück auf Seiten der Gastgeber. Das ist Fragapane auf Serhat Koruk. Abschluss zum ersten, Ball ist noch warm und Abschluss zum zweiten. Robin Odegbe wird zum Eingreifen gezwungen. Der SV Strahlen vor allen Dingen dann gefährlich, wenn es darum ging, Geschwindigkeit in die eigenen Angriffe aufzunehmen. Wie hier über Kaizo Mitsuta, der nimmt den Abschluss und Lohmann mit den Fingerspitzen noch dran. Kurz vor der Pause, wieder Umschaltspiel, wieder Mitsuta. Auf Aram Abdelkarim, auch der nimmt den Abschluss und auch der scheitert am starken Dennis Lohmann. Es war aber eine Endphase der ersten Halbzeit, die Hoffnung machte beim SV Strahlen und auch beim unauffälligen Sinan Kurz, der im zweiten Durchgang aber mehr in den Blickpunkt rücken sollte mit diesem Freistoß, der nicht verwertet werden kann. Kurz darauf, das ist keine Wiederholung, das ist wieder ein Freistoß von Sinan Kurz und das 1:0 für den SV Strahlen. Kevin Weggen, der Torschütze, und es ist der zweite Assist im zweiten Spiel für Sinan Kurz, denn gegen Rödinghausen vor einer Woche hat er schon aufgelegt. Hier verwertet Kevin Weggen im Zentrum. In Minute 82 wurde Kurz dann ausgewechselt. Zweites Spiel, zweite Vorarbeit, das ist als erfolgreicher Start verbuchbar. Die Schlussphase dann eine für Bluthochdruck. Bergisch Gladbach warf natürlich alles nach vorn. Strahlen hingegen mit den Möglichkeiten. Abdelkarim bekommt den nicht unter. Kurz vor Schluss, Kevin Weggen nochmal. Kämpft sich auf Notstrom durch auf der rechten Seite. Hat gar nichts mehr im Tank. Rüber auf Aram Abdelkarim. Und auch der bekommt daraus keine Chance gestrickt. Somit bleibt es beim 1:0, denn der SV Strahlen spielt es irgendwie runter, holt den zweiten Sieg in dieser Saison und ist damit 4 Punkte weg von den Abstiegsrängen auf Platz 13. Ja, wir sind bewusst darüber, dass Wiener mit Sicherheit noch ein paar Wochen braucht, um einfach wieder auch auf Match-Fitness zu kommen. Der Spieler hat jetzt 14, 15 Monate nicht mehr gespielt, hat sich ein paar Wochen bei uns fit gehalten im August und ich glaube, das kommt jetzt in die Spiele. Aber ja, genau für solche Situationen ist er für uns aktuell halt sehr, sehr wichtig. Letzte Woche bereitet er den frühen Führungstreffer gegen Rödinghausen gut vor. Heute tritt er den Freistoß wirklich stark, wo Kevin Weggen dann verlängert. Genau, aber man merkt ihn in der Tat an, er braucht ein bisschen nachzurechnen. Aber schon nach 2 Spielen hat Sinan Kurz gezeigt, dass der mittlerweile 24-Jährige einen Mehrwert für den SV Strahlen bietet. Interessant wird nun die Frage nach der Konstanz.